Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es noch ein paar Informationen zu meinem YouTube und meinem Twitch-Kanal, denn ihr habt es wahrscheinlich ja in der letzten Zeit gemerkt, dass noch relativ wenig Videos kamen und dazu werde ich euch einmal in diesem Video erzählen, woran das Ganze liegt. Außerdem werde ich euch auch noch meinen neuen Streaming-Plan zeigen und generell alle Informationen zu meinem Twitch-Kanal zeigen und ich werde dort natürlich heute auch wieder live sein. Werde ich euch gleich nochmal im Streaming-Plan zeigen und wer natürlich hier auch generell nichts auf meinem YouTube-Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich auch genauso freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert und bewertet. Das würde auf jeden Fall das Video auch noch im Algorithmus pushen. Wäre auf jeden Fall, wie gesagt, super nice. Und ich würde sagen, wir switchen einmal rüber und dann zeige ich euch den Streamplan. Den könnt ihr euch auch alle ganz easy anschauen. Also dort müsste das eigentlich relativ leicht sein, den zu finden. Dafür müsst ihr einmal einfach auf meinen Kanal gehen. Normalerweise seht ihr ja entweder, wenn ich hier reingehe, diese Seite oder wenn ich gerade am Stream bin, werdet ihr diese Seite sehen. Dort könnt ihr dann einmal auf mein Kanalsymbol da gehen und dann hier auf Zeitplan gehen und dort könnt ihr das Ganze sehen. Das ist ein ungefährer Streamplan. Das heißt, hier sind Zeiten und alles natürlich nicht verbindlich. Generell genau das, was auch im Titel steht, ist auch nur ungefähr, was wir machen werden, aber kann sich auch manchmal ändern. Aber so habt ihr auf jeden Fall einen ungefähr einen Anhaltspunkt, wann die ganzen Streams sind und das ist eigentlich von Montag bis Mittwoch immer 19 bis 22:30 Uhr. Kann auch, wie gesagt, manchmal sein, dass ich eine Stunde früher, eine Stunde später streame, dass vielleicht manchmal ein Stream ausfällt, aber normalerweise gerade diese drei Streams werden eigentlich immer relativ safe um diese Uhrzeit stattfinden. Manchmal oder wahrscheinlich häufiger wird es allerdings eben halt auch sein, dass das Stream vielleicht erst um 20 Uhr startet, je nachdem eben halt, wie viel Zeit ich habe und dort beginnt es dann eigentlich in den meisten Fällen immer mit ein bisschen Warm-up, werden ein bisschen Aimlab machen, ein bisschen Crank Simulator und so und nebenbei werden wir natürlich immer ein bisschen talken. Danach geht es eigentlich immer ein bisschen weiter mit Arena und Creative Grinden oder mal schauen, was wir eben sonst noch spielen, wie zum Beispiel Limited Time Mods etc. Und dann gibt es meistens ganz zum Schluss des Streams eben halt dann auch nochmal ein React oder wir reacten auf jeden Fall auf ein paar Videos. Hat sich irgendwie so in den letzten Streams tatsächlich relativ stark etabliert. Hatte ich persönlich eigentlich nie vorgehabt, irgendwie noch so eine Just Chatting Kategorie am Ende oder am Anfang meines Streams zu machen. Aber irgendwann haben wir mal damit begonnen und das hat es meinen Zuschauern gut gefallen und deshalb ist es eigentlich mittlerweile Standard geworden. Und dort schlagt ihr eigentlich immer irgendwelche Videos vor und so haben wir eigentlich in fast jedem Stream irgendein Video, was ja am Ende noch, auf was wir am Ende noch reacten und finde ich auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, das ist das Ganze für Montag bis Mittwoch. Dann geht es Donnerstag meistens weiter mit einem etwas früheren Stream. Dort ist es allerdings sehr, sehr variabel, da ich eben halt bis 16 Uhr eigentlich zu nichts komme zu Hause und wenn ich dort dann eben halt irgendein YouTube-Video noch machen müsste, dann kann ich jetzt logischerweise natürlich nicht so früh machen. Ich versuche auf jeden Fall, dass ich dort den Stream schaffe. Wie gesagt, kann manchmal sein, dass deswegen dann YouTube wieder ausfällt oder dass ich eben halt dann erst später streame. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass ich immer nur um 17 Uhr beginne, damit ich noch 2 Stunden für ein bisschen Warm-up habe, da es danach ja zurzeit zumindest immer mit einem Solo-Plattform-Cup weitergeht. Wie es dann in der nächsten Season ist, ist natürlich fraglich und dort werden wir nochmal weiterschauen. Ansonsten werde ich, wie gesagt, diese Liste auch nochmal updaten. Und am Freitag geht es dann wieder so wie Mittwoch und die ganzen vorherigen Tage auch weiter wieder ab 19 Uhr, allerdings dann bis 23.30 Uhr, weil ich natürlich am nächsten Tag nicht in die Schule muss, ist eigentlich der gleiche Plan, kann allerdings eben halt auch manchmal sein, dass wir einfach was ganz anderes machen, wie zum Beispiel am Stream-Deck weiterarbeiten, am Stream-Overlay weiterarbeiten, haben wir beispielsweise auch die letzten Tage sehr, sehr viel gemacht und deshalb sind das eben halt, wie gesagt, nur ungefähre Angaben. Am Samstag und Sonntag habe ich dann eigentlich keine feste Streaming-Zeit, dort werde ich mal schauen nach Lust und Laune, wann ich streame, wie lange ich streame, was für Events anstehen. Wenn Live-Event ansteht, dann ist das natürlich ein anderer Zeitplan als so normal. Und deshalb müsst ihr da eigentlich immer vorbeischauen, wann ich live bin. Auf jeden Fall könnt ihr damit rechnen, dass ich ab 10 Uhr live bin. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Twitter-Kanal auschecken. Dort poste ich eigentlich über alle Sachen, wenn irgendwelche Videos rauskommen, wenn irgendwelche neuen Sachen angekündigt werden, dann werde ich euch dort auch alles ankündigen. Also checkt das gerne aus und dort seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, freuen, wenn ihr dort ein Follow da lasst. Und soweit ist das Ganze dann auf jeden Fall zu meinem Streaming-Plan.
Außerdem, wahrscheinlich alle, die ja auf YouTube bisher geschaut haben, haben noch nicht so viel mitbekommen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt ein Streaming-Overlay, seht ihr hier um meine Streamcam drum. Die haben ja auch wahrscheinlich noch nicht so viele auf YouTube gesehen. Und mir persönlich gefällt es auf jeden Fall. Dort könnt ihr gerne auf YouTube natürlich auch einmal in die Kommentare schreiben, wie euch das dort gefällt. Haben wir auf jeden Fall in der vielen Stunden Arbeit gemacht und beispielsweise hier auch noch eine volle Fullscreen-Szene. Und finde ich auf jeden Fall persönlich sehr, sehr schön. Und dort werden wir, wie gesagt, auch wahrscheinlich immer noch ein bisschen was weiterarbeiten. Beispielsweise brauchen wir noch eine Transition. Zurzeit gibt es ja nur diesen klassischen Fade. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch was machen. Wenn ihr dort Ideen habt, könnt ihr es auch immer gerne entweder unter dieses YouTube-Video schreiben oder einfach mir auf Twitter schreiben oder eben halt einfach im Chat auf Twitch reinschreiben. Und ich werde, wie gesagt, natürlich heute auch live sein. Mal schauen. Wahrscheinlich, wenn dieses Video ungefähr online geht, werde ich dort live sein. Vielleicht etwas später, gegen 19 Uhr, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video online kommt. Auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Tages werde ich auf jeden Fall live kommen. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr, wie gesagt, gerne auf dem Twitch-Kanal ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Runde Tank-Battle rein. Und das ist der neue Modus und dann kann ich nebenbei einfach über ein paar Dinge für meinen YouTube-Kanal sprechen, denn dort habt ihr es ja wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass vor allen Dingen die letzten 2 Wochen jetzt fast gar nichts kam. Generell davor gab es ja irgendwie so 3-4 Wochen, wo ich sehr, sehr aktiv wieder war und davor gab es ja eben halt auch wieder 1,5 Wochen, wo ich sehr inaktiv war und das Ganze hat verschiedene Gründe und das werde ich euch jetzt einmal alles erklären. Zum einen gibt es nämlich einmal den Grund jetzt vor allen Dingen, den ich in der letzten Woche hatte, dass natürlich mit dem Schulbeginn auch wieder etwas weniger Zeit für den Rest da ist und so ein Twitch-Livestream ist natürlich um einiges entspannter als ein ganzer, als ein ganzes YouTube-Video, das man aufnimmt. Deshalb mache ich dann meistens eben halt eher das und kein YouTube-Video. Allerdings ist das eigentlich nicht der Hauptgrund, gerade warum jetzt die letzten 2 oder 1,5 Wochen kaum Videos kamen. Der Hauptgrund ist deswegen eigentlich, dass ich, dass zum einen wirklich extrem heiß bei mir ist. Ich habe dauerhaft 35 Grad in meinem Zimmer und ich kann euch sagen, dabei bockt es sich gar nicht zu zocken und gar keine Videos aufzunehmen. Deshalb ist es eigentlich immer relativ entspannt, wenn ich ab 19, 20 Uhr streame, dann geht es wieder im Zimmer. Aber davor ist eben halt einfach unnormal und da bockt es sich eben halt, wie gesagt, eigentlich so ziemlich gar nicht. Und deshalb hatte ich sehr, sehr wenig Lust und Motivation, irgendetwas zu machen. Ich habe auch kaum tatsächlich Fortnite gezockt oder so. Es ging eben halt gefühlt wirklich gar nichts. Des Weiteren hatte ich dann ja auch in der letzten Ferienwoche, also vor 2 Wochen, meine Streamcam eingerichtet. Dort hatte ich super viele Probleme. Ich glaube, ich saß da dran locker 30 Stunden insgesamt, das irgendwie zum Laufen zu bekommen. Und das hat mir wirklich extrem viel Zeit geraubt. Des Weiteren habe ich noch ein bisschen was für meinen Raum geplant, dass ich irgendwann eine vernünftige Beleuchtung im Hintergrund habe, womit ich dann natürlich irgendwann hoffentlich auch ein vernünftiges Kamera-Setup hier aufbauen kann. Darum habe ich mich eigentlich hauptsächlich jetzt in den letzten 1,5 Wochen gekümmert und dann fehlte irgendwann dann auch irgendwie die Motivation zu YouTube, weil ich da irgendwie so raus aus dem Flow ein bisschen war und die Aufrufe waren dann ja teilweise auch relativ niedrig. Mittlerweile wirklich die letzten Videos wieder extrem strong, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber es gab immer so eine Zeit lang, wo es nicht ganz so gut aussah und das hat eben halt auch dazu beigetragen, dass die Motivation jetzt dazu nicht unbedingt größer wurde. Allerdings habe ich jetzt wieder richtig Bock, ein bisschen YouTube-Stuff und so zu machen und ich werde auf jeden Fall versuchen, die nächste Zeit wieder deutlich aktiver zu sein. Wenn ihr dort immer Videovorschläge habt, nehme ich die natürlich gerne an und dann gab es natürlich auch das Thema mit dem, dass zurzeit in Fortnite selbst natürlich nicht so wirklich viel passiert. Also wir haben ja jetzt eigentlich für die nächsten Wochen kaum Updates mehr. Das Live-Event sollte hoffentlich auf jeden Fall kommen, denn es sind ja glaube ich noch 10 Tage oder so bis zur nächsten Season, was ja auch nicht mehr lange ist und dazwischen gerade eben halt jetzt in den letzten 2 Wochen, seit dem letzten Update gab es fast gar kein Content und gerade in dem Moment, ne, wo es eben halt rein theoretisch viel Content gäbe, war eben halt die Zeit, wo ich so lange an meiner Streamcam rumgewerkelt habe. Weshalb ich dort natürlich keine Zeit dafür hatte. Und deshalb konnte ich logischerweise dann natürlich dort auch kein Video zu machen. Beziehungsweise ich hatte es aufgenommen, aber dadurch, dass ich mein PC resettet hatte, war alles nicht eingestellt. Und ich bin immer so ein Typ, der eigentlich alles immer vernünftig machen will. Und ich möchte dann immer nicht, dass irgendwie so auf halber Qualität irgendein Video kommt. Ich möchte, dass es dann schon vernünftig ist von der Qualität her. Und deshalb
habe ich dann einfach gesagt, dass ich auf jeden Fall in der Woche nichts mache. Jetzt, letzte Woche, fehlt dann irgendwie wieder so ein bisschen die Motivation nach Schule. Einfach, wenn man nach 6 Monaten wieder Schule hat, sich daran zu gewöhnen, früh aufzustehen und so. Ist auch einfach fucking ekelhaft und ich muss mich an das Ganze wieder ein bisschen gewöhnen. Allerdings wird ab jetzt, wie gesagt, wieder etwas regelmäßiger, hoffentlich etwas kommen. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die YouTube-Kommentare. Wenn ihr mich dort ein bisschen drängt, dann werde ich auf jeden Fall etwas machen. Und wenn ihr natürlich immer schön viele Kommentare und so macht, dann beziehungsweise schreibt, dann werde ich natürlich auch merken, dass euch das, der ganze Stuff gefällt und meine Motivation dazu, deine YouTube-Videos und so zu machen, wird dadurch natürlich auch eher nur steigen und generell hat das so auch mit meinen meinen Twitch-Streams funktioniert. Dadurch, dass ihr dort eigentlich geschrieben habt, dass ich eben halt wieder streamen soll, habe ich eigentlich auch wieder angefangen damit und in letzter Zeit bringt mir das echt wirklich viel Spaß und ich hoffe auf jeden Fall, dass die nächsten Tage wieder etwas kühler wird, damit es ein bisschen erträglicher in meinem Zimmer hier wird. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Runde zu Ende spielen. Das Ganze gibt es als ungecuttetes Gameplay einfach auch, glaube ich, mal auf dem Kanal. Und vielleicht machen wir ja noch ordentlich Kills. Ich hatte tatsächlich hier drin auch schon Sieg geholt mit 12 Kills. Ist auf jeden Fall ganz stabil. Die Gegner sind nun mal normalerweise hier eigentlich nicht so krass. Und wir können natürlich ja auch die Autos benutzen, um in die Zone zu kommen. Ein weiteres Thema, über das ich mit euch auch sprechen wollte, betrifft so ein bisschen das Thema, was denn für Videos so jetzt auf diesem Kanal kommen sollen. Und dort hatte ich so als Idee eigentlich, dass ich wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage bzw. die nächste Zeit so ein bisschen wieder eher Tipps und Tricks Videos machen will, war ja die letzte Zeit wieder etwas weniger, dadurch, dass ja generell wenig Videos kamen. Und was ich da auf jeden Fall bemerkt habe, war, dass so die meisten Used-Videos nicht so extrem gut bei euch ankamen. Also die eben halt deutlich weniger Klicks hatten. Und deshalb werde ich mich eher dann auf den Stuff konzentrieren und nicht so auf News-Videos. Wahrscheinlich zu Updates, zu Season-Neuerungen und so wird es natürlich etwas geben. Wenn es irgendwas zu Live-Events gibt, dann denke ich, interessiert das auch ordentlich Leute. Aber wenn es immer zwischendurch irgendwelche kleinen Theorien noch gibt, ich glaube, das interessiert dann nicht ganz so viele. Und wenn ihr natürlich wollt, dass ich das unbedingt mache, schreibt es gerne rein. Aber das, was ich, wie gesagt, so die letzte Zeit bemerkt habe, davon mitbekommen habe, war eher, dass ihr das nicht ganz so gefeiert habt. Und da ist der nächste Kill drin. Easy Clap. Dann müssen wir den nächsten da hinten killen. Oh no. Oh, er ist fucking low. Digga, ich bekomme ihn nicht. Lul. So, nice. Da ist er weg. Okay, dann geht's in die Zone. Und noch auf ein paar mehr Kills. Und, deshalb habe ich mir immer so gedacht, mache ich, wie gesagt, eher nicht mehr so viele News-Videos. Und wenn es immer irgendwelche interessanten Map-Änderungen, wie gesagt, zu Updates und so gibt, werde ich natürlich weiterhin etwas machen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so meinen Content hauptsächlich auf Tipps- und Tricks-Videos und Highlight-Videos umzustellen, weil die tatsächlich immer relativ gut tatsächlich bei euch ankommen. Und ich glaube, es wird natürlich auch sehr, sehr viele freuen, weil auch so, was ich von Feedback, also jetzt außerhalb von Klicks mitbekommen habe, gefällt euch das auch so in den Kommentaren eigentlich immer am besten. Und wenn es natürlich irgendwelche guten Highlights gibt, wird es dazu etwas geben. Beispielsweise natürlich zur Dreamhack werde ich natürlich hoffentlich gute Runden machen und dann dafür auch ein Video machen können. Das ist nämlich eigentlich auch das nächste Problem, dass ich in letzter Zeit wirklich extrem unregelmäßig noch Fortnite spiele. Und da ist dann natürlich auch schwierig, in den Cups mitzuhalten, daraus gute Videos zu machen und so. Und da versuche ich mich jetzt wieder etwas weiter zu motivieren und nicht ganz so viel YouTube zu schauen. Und ich möchte natürlich versuchen, hier wirklich wieder durchzustarten. Und genau, ein weiteres Thema, was wahrscheinlich auch schon etwas, wahrscheinlich, was nicht mehr so viel interessieren wird, was allerdings vielleicht sogar den einen oder anderen immer noch interessieren wird, betrifft die Shop-Videos. Denn ihr habt sicherlich gemerkt, dass keine Shop-Videos mehr kommen.
Und da hatte ich eben halt, also darauf habe ich, hat mich immer Tarox angesprochen. Das ist einer der, also zum einen Moderator auf meinem YouTube und meinem Twitch-Channel. Und er ist immer gefühlt in allen Twitch-Streams und so dabei. Und er hat mich immer darauf hingewiesen, dass eigentlich, oder dass er persönlich eben halt die Shop-Videos relativ irrelevant findet. Und ich mich dann eigentlich eher auf die anderen Videos konzentrieren soll. Und dann hatte ich immer so ein bisschen eben halt die nächsten Tage überlegt, ob da jetzt wirklich was dran ist, und dann bin ich eigentlich so mal durchgegangen und dann habe ich wirklich gesehen, dass ich es vielleicht einfach sein lassen sollte, weil eben halt wirklich ein Großteil die Videos im Prinzip nur schaut, und da wirklich ein ganz, ganz großes Danke. Aber wenn Leute eben halt das wirklich nur schauen, weil ich es bin, und im Prinzip das Video nicht schauen, weil der Content irgendwie interessant ist, dann kann ich es auch direkt sein lassen und lieber mehr andere Videos produzieren. Und ich glaube, damit sind eigentlich auch relativ viele okay. Und ich habe eigentlich noch keinen Kommentar gesehen, der sich darüber beschwert hat, dass keine Shop-Videos mehr kommen. Und ich denke, das geht auch echt fit. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und die Team einfach. Und der eine ist dead. Aber das sind einfach zwei Dudes gewesen. In einem Auto. Obwohl es ein Solo-Game ist und ich bin down. Schade auch. Leider kein Win geholt. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. War ein etwas längeres Video jetzt, glaube ich. Und wie gesagt, die nächsten Tage werden auf jeden Fall wieder etwas regelmäßigere Videos kommen. Wenn ihr dazu Videoideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns dann nachher im Livestream wiedersehen. Und dann bis dahin. Ciao, Leute.